Nur wenige Klicks und Pizza und Co. machen sich auf den Weg ins heimische Wohnzimmer. Ob es an Quarantäne, Isolation, 2G+ oder Bequemlichkeit liegt, der Trend, sich Essen nach Hause liefern zu lassen, hat seit Corona zugenommen. Lieferdienste wie hier Avanti gehören zu den Gewinnern in der Pandemie. Wir merken das schon tatsächlich, dass die Anzahl der Bestellungen natürlich gestiegen ist, jetzt seit 2020 schon. Wir mehr Mitarbeiter brauchen, also wir merken das extrem. Ja, zu viel. Mehr Essen bestellen auf jeden Fall. Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass man momentan nicht in Restaurants und in Bars gehen kann und man gerne auch mal dieses Erlebnis zu Hause hat. In das Dönergeschäft von Hasan Özdemir kommen immer weniger Kunden selbst vorbei. Dafür bestellen auch bei ihm immer mehr nach Hause. Drinnen im Haus nichts, aber in draußen, aus Haus mehr gewohnt. Bisschen stressig, aber läuft gut. Vom Restaurant zum Lieferservice, so ergeht es Moitaba Saves. Er sucht jetzt händeringend Hilfe beim Ausliefern. Da sind wir schon jetzt im Moment eingewiesen von der Umsätze von der Außerhaus, weil Restaurant gerade bei der neuen Regelung, man sieht das, dass die Besucher sind, die das wenige. Wir müssen, dass viele Gäste, dass sie hier kommen, weil die das nicht vollständig geimpft sind, müssen wir wegschicken. Die Auslieferung ist in Pandemiezeiten eine Herausforderung. Schließlich bringen sie auch Corona-positiven Menschen ihr Essen nach Hause. Wir haben schon Bestellungen, dass Leute bei der Online-Bestellung dann schon angeben, bitte also kontaktlose Lieferung, Essen vor die Tür legen, Corona-infiziert sozusagen. Ne, die weisen uns schon darauf hin. Und allgemein können Kunden auch unabhängig, ob sie infiziert sind oder nicht, die kontaktlose Bestellung auswählen und dann legen wir denen das Essen vor die Tür. Gott sei Dank, viele melden sie sich vorher oder bezahlen die das per PayPal. Dann brauchen die, dass unsere Fahrer nur das Essen abstellen und dann wegfahren. Das ist es, also besonders die Kunden, dass sie sich rechtzeitig melden, ist das eine gute Sache, auch für unsere Sicherheit.